So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Beast Factor und jetzt mal mit einer neuen Ansage. Turn the music up and listen to my soul. Denn ab sofort geht's wieder weiter und Famous ist jetzt auch wieder dabei. Hey! Und ich glaube, die Musik ist gerade ein bisschen laut. Ach, du machst schon Musik? Ja, das ist schön. Nach den unzähligen Teleportversuchen von seitens TT, hör auf mich zu schlagen. Wer, du schlägst mich? Hör auf! Ich schlag dich doch gar nicht! Ja, du hast es aber vor, das weiß ich ganz genau. Ich weiß das. Auf. Ah, verfehlt. Oh. Nice try, boy. Damit. Erwischt. You will never in my board. You can't forget. Da wohnt da ganz hinten eigentlich. Da hinten? Ja. Ich glaube, das ist Tuber. Ah, nichts gebrochen. Tuber ist richtig krank. Ganz ehrlich, geh mal auf sein Grundstück, geh mal dann in seinen Keller. Der hat da so viele fucking Spawner drunter, Alter. Das ist ein richtig XP-Monster. Ich bin da fast gestorben. Der hat die so gestört, was er einfach macht jetzt in dieser kurzen Zeit schon. Boah, jetzt mal vergleichsweise ich und er. Hm. Ja, ich hab gerade mal einen halben Obstgarten bei mir und er hat schon 4 solcher Mammutbäume. Der Junge ist durch. Der ist durch. Der war schon durch. Der war schon durch, bevor er überhaupt ins Projekt gekommen ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. 10, 11, 12, 13, 14. Boah, ich muss. 7, 8, 7. So, beschäftigt. Achso, wir haben jetzt auch ein Thema für euch, Leute. Ach ja, das Thema. Dieses eine. Los, sag an. Welches? Und zwar hier diese komische Frauenquote. Ob ihr, wie wir das jetzt finden und so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Frau wäre, würde ich mich irgendwie mehr diskriminiert fühlen, durch eine Quote nur meinen Job zu haben, anstatt durch den Fleiß, den ich erbringen würde. Weil, ich meine mal ganz ehrlich, ja schön, wir brauchen mehr Frauen in den obersten Führungsebenen. Wow, toll, dann sollen sie sich auch mal mehr anstrengen, meine Fresse. Ich meine, ich will das jetzt hier nicht sagen, dass alle Frauen ziemlich faul sind. Ich kenne sehr viele, die sehr intelligent sind. Durch den werden eben, was weiß ich, die besten Jobs eben versaut, weil eben irgendwas Beschissenes von den Lehrern da auf dem Zeugnis stand, weil die irgendwie meinen, die Schülerinnen wären scheiße. Ja, das ist tatsächlich wahr. Man muss schon die Frauen wirklich gleich wertig behandeln mit den Männern. Da es wirklich durchaus Weiber gibt, die einiges drauf haben. Es gibt nicht, also ich zum Beispiel in meiner Klasse habe mindestens 3, die richtig was drauf haben. Also bei mir in der Klasse sieht es so aus, wir sind Affen und ich glaube, ich habe eine Mitschülerin, die halbwegs normal im Kopf ist. Weil, ey, Alter, ohne Scheiße, wenn du in meine Klasse kommen würdest, die sind Affen, das sind einfach nur Affen. Na, willkommen im Club. Schon nicht anders. Ja, okay, warte mal, ich muss gerade mal überlegen, was ich so machen könnte jetzt. Ich könnte mal meine Yu-Yu-Meta-Farben. YOLO! YOLO-Meta. Jo. Mit meiner Swag-Hipster-Mütze, die ich neu bekommen habe heute. Jetzt fühle ich mich wie ein Hipster. Mit der Swagalicious-Mütze. Swagalicious. Swagalicious. Doch. So, und ich will kurz mal. Oh, hör auf so lang, danke. Und ich will mal kurz was ankündigen. Und zwar werden wir heute vielleicht schon mit einem, naja, Freizeit-Neu-Projekt starten. Und zwar. Oh, ich hab einen Stick. Aha. Na, ich hab auch schon ein neues Projekt. Und das heißt ja The Legend of Zelda Link to the Past. Ich hoffe mal, ich hab das Projekt bis dahin schon mal rausgehauen, weil. Allein für 20 Minuten bin ich schon ziemlich. Was? Mein Jetpack ist leer und ich falle in mein Loch, das ich mir unten da gegraben habe. Soll ich wieder kommen und dich retten? Nein, ich brauche mich mit Glas auch. Du brauchst mir nicht helfen. So, ich bin jetzt schon oben. So. Aber jetzt wird es mir unmöglich sein, in dieses eine Loch zu fallen. Oh, in das Loch. In dieses eine Loch. In das Loch. Oh, du garantiert nicht rein. 1000 Löcher an der Wand. Ah, nee.
Boah, ich hab jetzt einen Stack von Yu-Gi-Oh! Matter. Ich glaube, ich mach mir erstmal Copper. Was ist das? Was bist du denn? Ach ja, ich hab ja letztes Mal aufgehört mit diesem Zaubereizeug. Da wollte ich jetzt mal mir so einen komischen Tisch machen. Damit ich zaubern kann. Und rumpimpern kann. Weil ich's gleichzeitig. Oh, ups. Ja, okay. So, das macht man nämlich nicht in dem Tisch, sondern in dem Tisch. Ah, shit. Ah, Spanja, what a way. Keiner kennt die Lyrics. Das ist echt so. So? Aha. Ich hab das. Wir sollten mal vielleicht wieder beim Thema bleiben, ne? Ach ja, stimmt, ja. Dieses eine Thema mit den Frauen und so. Weißt du, ich habe ja. Ne? Ich musste sagen, wenn es jetzt eine Frauenquote gibt, ne, weißt du, was dann es automatisch noch gibt? Was denn? Eine Männerquote. Ja, oh ja. Das ist so total bescheuert. Ich meine, okay. Ich meine, ja. Ich meine, im Englischen, da haben sich Frauen, da haben sich so hier Frauen, warum auch immer, bei dem Wort Menschheit, also das heißt, das würde bei uns ja eigentlich die Menschheit heißen, weil Mann ist eben Menschheit, weil so, ja, zu eben also zwei Dritteln der Welt besteht die Welt aus Kerlen. Und das ist eine Tatsache, liebe Frauen. Das ist eine Tatsache. Und nicht nur das. Das ist in allerhand Wörter, also würde sich theoretisch dadurch auch jede Frau... Der Radfahrer. Jetzt ist inzwischen der Radfahrer, ne? Das Witzigste ist ja, ich weiß ja nicht, kennst du das holländische Lied, der Schwarze Piet? Der Schwarze Piet, nee. Ich hab's nicht so mit Holland. Pass auf, das Lied wurde jetzt in Holland verboten, weil der Weihnachtsmann, der hat immer einen Helfer und der rutscht eben die Schornsteine immer runter. Und weil er voller Ruß ist, ist er eben schwarz, ne? Ja. Und da haben sich tatsächlich solche richtig behinderte Leute, also es sind tatsächlich immer meistens nur Weiße, die sich wegen so einer Scheiße aufregen. Ich frage mich, warum noch. Es ist echt so. Ich meine, wenn's jetzt hier die maximal pigmentierten Nougat-Schnitten wären, hätte ich jetzt nichts gesagt, ne? Aber so, hallo. Ja, was willst du denn? Oh. Afroamerikaner darfst du nicht sagen, Neger darfst du nicht sagen. Oh, jetzt habe ich das N-Wort benutzt. Das ist voll unlogisch, die benutzen das selber. Weil. Schwatten. Ja, das finde ich total bescheuert. Ich meine. Bläh! Verstehst? Was? Ich hab grad nicht zugehört. Verstehst? You know what I mean. You bitch know what I mean. Das ist wirklich total bescheuert. Weil ich meine, ist dasselbe irgendwie wie die. Alter, bleib's im Halse stecken. Ich check immer noch nicht, wie ich das nicht auf den handhaben soll mit den. Aha, die kommt nicht auf den TS. Aha. Warte mal kurz. Ich bin mal kurz weg. Channel Switch. Leo, kannst du noch kurz Hardy in den runteren Channels schicken? Danke. Warte, das kann ich auch machen. Warte. Channel Switch. Muss ich dafür auch wieder was wegschmeißen? So. Hallo. Ich muss jetzt mal gucken. Ah, ja, Hardy ist jetzt da. Hardy? Kann er überhaupt reden? Oh, er ist ein Stummer, ich wusste es. So wie zum. Eine Frage: Ist der Genius zu blöd, das Passwort einzugeben? Nein, das Problem ist, bei manchen kommen sie einfach gar nicht drauf. Ihr habt die Rechte, in diesen Channel reinzugehen. Ja, funktioniert aber dennoch manchmal nicht. Sekunde, Favorit, Achso, Leo, nur so, wir nehmen auf, ne? Ja, viel Spaß. Ja, viel Spaß. Wir sind bei der Aufnahme, meinst du? Ah, warte. Bleibt jetzt eigentlich der Hardy schon wieder so ruhig? Der Hardy. Egal, ich ändere das und kommt wieder weg. Gut. Bin ich stumm, ich hab nur mit Problemen zu kämpfen. Gut. Hallo. Genauso wie die Frau mit der Frauenquote. Hallo. Oh Mann, ey, ich hasse das Spechrock, wollte ich nur mal kurz. Aber sonst. Was hast du? Bioshock, ich hasse das Spiel Bioshock. Wieso, Infinite? Ich wollte es aufnehmen. Nein, Infinite noch nicht. Ich wollte es gerade aufnehmen eigentlich. Und dann stürzt es 10 Minuten ab. Und die Aufnahme war eigentlich mega gut. So, ganz ehrlich. Vom Kommentieren her so. Und das kotzt mich gerade mega an. Ganz ehrlich, wir können ja mal ein Together machen, ne? Ich kenne mich in Rapture ein bisschen aus bis zum.
ja, ich sag mal, vom ersten Teil bis zum Ende weiß ich eigentlich nicht. Ich spiele Bioshock 1. Ja, ich weiß, ich kenne den ersten Teil. Den zweiten Teil kenne ich gar nicht, weil ich den. Ich hab den nach 10 Minuten direkt abgebrochen. Nett, warum? So assi. Nö, es war mir einfach zu langweilig. Das war nicht dasselbe Feeling. Vor allem, der hackt sich ja nicht mehr so geil die Spritzen rein. Nur wegen den Spritzen! Das ja. Habe ich schon gesehen! Wie er sich da die Spritzen so zack in die Ader. Das sieht mega gut aus auf jeden Fall. Ja, habe ich auch so gedacht. So, geil, ey, das mal. Aber gut, da Bioshock nicht läuft, werde ich jetzt Minecraft. Hauptsache, ist so laut, ey. WTF, warum? Ich habe deswegen schon mal ein paar Mal leiser gestellt. Ich meine, auf die anderen in den Channel plaudern, ne? Die haben mich schon mal teils auf minus 30 Dezibel runtergeschraubt, ich war immer noch zu laut. Ja, aber du bist echt laut, was ist da los? Das ist Alter, mega. Ich habe meine Mikrofoneinstellung schon runtergedreht, denn du willst nicht wissen, was passiert, wenn ich die mal voll aufdrehe. So, connect to Beast Factor, ich hoffe, ich kann wenigstens Minecraft. Ah, die Hardware. Nice to meet you. Ja. So, ja, ich weiß. Jetzt beginnt wieder die Erklärstunde mit dem Hardy. Ja, und ja, mir ja, den ja, Bram. Ich habe keine Plan, sowas. Ist egal, darf ich aufnehmen? Ja, nicht darf doch. Mach doch einfach. Wir machen das auch schon. Ich frag ja nur, dass. Kacken, ah. Ja, genau, das kriegt halt wieder Ärger. So, 3, 2, 1. Hallo, ihr Freunde, Penis! Zurück, du. Ja. Also, wenn TT dabei ist, Leute, man merkt es ja immer wieder. Und Mensch, ich hab 22, mein ganz, ich werde mein PC abrennen gehen. Ich muss den Typen laut reden. Keine Lust mehr. Der Rechner macht mich fertig, dabei ist er so. Dabei hat er so lange, so gut mitgemacht alles. Und jetzt. Wie liegt denn jetzt Minecraft? Ich verstehe. Rede. Nein. Hey, Junge. Rede. Was? Hallo. Oh, danke schön. Ich hab dich laut. Kuckuck! 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 So. Siegesgeheul! So. Ah, ich kann wieder schreiben. Sollte ich mit dem Texture Pack spielen? Ich glaube nicht. Ich lass es sein. Ich spiele schon die ganze Zeit ohne Texture Pack und ich. Okay, manchmal bricht mein Spiel auch ab, aber das liegt dann nur dran. Ja, aber mit das Spec sieht so eben aus, weißt du? Ja. Ich benutze. Spec sieht mega gut aus. Ich finde Specs, es sieht einfach nur noch scheiße aus. Ich weiß, ich habe das so lange gespielt, es ist so ausgelutscht. Ich kann es nicht mehr ausstehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Wie zum Geier mache ich jetzt dieses komische Crafting bei diesem komischen Magie-Table? Ich check's. Will mal ganz kurz meine Aufnahme packen hier. Mit dabei ist TT und. Damriss! Nix Femriss, Junge! Wolf! Wieder oft noch. Nix Fem. Achso, okay. Leute, ja, einfach Damriss eingeben. Ist in der Beschreibung da von den 10 Sternen, müsst ihr euch irgendeinen raussuchen. Okay. Inzwischen sind es ja, glaube ich, 11. Das geilste damals, wo ich den Namen mir ausgesucht habe. Ich google überall. Nichts kommt, gar nichts. Das ist voll unbekannt. Ein paar Monate nachher auf YouTube, überall ist Darmriss. In Russland, guck mal, Geburt mit Darmriss und so ein Scheiß. Ja, klar, ne? Ja, es leckt, weil ich mit Versync spiele. Ja, geil. Also, wundere mich noch. Ja, kennst du ausschalten? Ja, aber trotzdem verbessert sich nichts. Boah. Mach doch einfach mal die Priorität hoch und guck einfach mal, was Leistung frisst. Ja, ich wollte ja jetzt noch mein Dingens mehr. Ja, genau, komm. Ich mach die Grafik auf Fast und es läuft. Ja, OpenGL ist auch aus. Super. Alle nichts wissen. Abgehackt? Ist das bei dir auch so? Ja, bei mir bist ist du abgehackt. Ist bei ihm manchmal so. Internet, okay, ich. Achte es. Unbegrenzte Möglichkeiten des Internets. Aus Neulands. Internets aus Neulands. Da habe ich letztens auch irgendwo gelesen. Ja, in der Konfi war es. Neulands. So. Ist auch geil. Willkommen im Neulands. Neulands. Ey, das habe ich damals auf Twitter geschrieben. Irgendwie. Ja, 100 Likes oder so. Ja, aber ich meine mal ganz ehrlich, wie dumm. Warum wie leckt dumm das so? Ich frage mich bis heute noch, wie man auf den behinderten Spruch kam. Internet. Ja, weil es Merkel gesagt hatte, deswegen. Ach. Boah, ganz ehrlich. Nix mit. Wenn das Internet für ein Neuland ist, dann hat man ganz schön was verpasst in seinem Leben. Ja. Yep. Oh ja. Dann ist so manches das an einem vorbei. Weil das Komische ist ja, der Spruch kam, nachdem sie ein Google Hangout mit so Leuten diskutiert hat, ne? Da frage ich mich ja, was ist bei ihr inzwischen Neuland? Hat sie gerade YouPorn entdeckt und hat sie gesehen, wie diese geile Nummer geschoben hat? Oh, Neuland.
Das ist das Internet, meine Freunde. Diese Seite ist revolutionär. Genau. Wie der Cock in meiner Hose. What? Die Cockstelle. What? Wollt keiner wissen, Digga. Kennt ihr nicht? Die Cockstelle. Cockstelle. Was? Du bist schon so einer, ne? Boah, jetzt kommen wieder Geschichten, ey. Bei mir, Alter, ein Kumpel, also was heißt ein Kumpel, so ein Affe aus meiner Klasse, ne? Rat mal, womit der rumhantiert. Ja, wir haben... Wir durften nicht mal einen Hund haben. Ja, wir haben gleich 16 Affen, stell dir mal vor. Oh, Wahnsinn! Ja, wir haben Zoll in der Schule. Habt ihr die erzogen, dass sie mit Kacker schmeißen? Ja. Die schmeißen so ziemlich mit allem, was sie in die Hände kriegen. Also auch mit Brüsten, oder was? Ja. Oh, gut. Naja, gut, das wird schwierig. Nee, ganz ehrlich, weißt du, bei uns die weiblichen Affen, die drehen sich, schleudern sich mit den Gewichten, denen sie an die Brust haben, an andere Leute dran. Ist das normal? Na, sie wollen es eben richtig. Sie wollen eben nicht mal. Man könnte daraus zwei Straftaten entnehmen. Entweder sie will vergewaltigt werden oder sie wird von ihrem Vater nicht mal genug befriedigt. Ich lache gerade, war mega. Vor allem, das ist dasselbe, wie, was steht da an dem Ende, was steht auf dem Schild an dem indischen Fluss, Toiletten am Ende des Ganges. Ja, alle, kein Stück, aber ist mir auch sowas von scheißegal. Verstehst du den echt nicht, Harley? So, ich werde jetzt einen Creeper in irgendeinem Grundstück explodieren lassen, weil ich es kann. Aber bitte nicht in meinem, bitte. Bitte. Ja, toll, da ist eine Spinne da. Ja, super, ich bin tot. Nein! Ja. Das war sein Leben. Ich lasse wenn der Creeper jetzt neben meiner Kiste implodiert, ne, dann bin ich am Arsch. Nein, tu's nicht! Believe it! Bitteschön. Believe, ja, danke. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, kann, darf und ich muss irgendwas bauen. Weiß nicht. Ich hab vorhin irgendwas Eisen... Alter, was machst du? Digga, lass meinen Ofen in Ruhe! Alter, bau dir ein Haus aus Glas. Ich weiß, ja, genau. Wo du ganz viel Glas herbekommst. Aus Glas. Naja, ist das so schlau aus Glas? Ich meine. Ja, das ist schlau. Die sehen dich nicht und du siehst alle. Echt jetzt so? Ja. Egal. Aber nicht. Außer wir. Wir sehen dich. Wenn du dich nackt rumläufst, ne? Meine ich ja nicht. Also wir sehen es. Die Monster aber nicht. Ach so, meinst du das? Ich wollte gerade sagen. What? Glas? Hä? Also so. Das ist dann so. Hier, wie so Autoglas. Du siehst von innen alles außen, aber von außen drin nicht. Ich hab's gehört. Scheibentönung. Ja, genau. Ja, so ähnlich. Also ignoriere einfach mal den Steam-Sound, der gerade da war. Steam? Okay. Ja, Steam. Ich... Hardy, hast du denn auch noch heute Lust, ein bisschen Garry's Mod zu spielen? Das ließe sich... warte mal, wie spät ist denn das? Boah, weiß nicht. Legs. Eventuell, vielleicht bis gar nicht, ja. Ich muss gucken, ich muss zweimal weg, deswegen. Eigentlich wird das nichts. Okay. Ja, gleich morgen. Ich muss morgen eine Arbeit schreiben und eigentlich lernen, also. Ja, ich muss morgen Deutsch schreiben. Ich habe heute Mathe geschrieben. Echt, oder? Ja. Ich musste vorschreiben. Ah, Deutsch. Vorschreiben? Bin ich ja ganz froh, dass ich jetzt auch ja, mal vorschreiben. Den Famriss jetzt oder Femriss? Wolf, bitte. Wolf. Wolf. Okay, Wolf. Ich nenne ihn Wolf. Okay. Weiß ich Bescheid. Ja. Jetzt auch mal. Weiß ich Koppel weg. Dass ich auch mal jetzt hier. Wen. Start hab, finde ich gut. Sehr gut. Du bist so abgehackt, ich habe den letzten Sätzen nicht verstanden. Ist normal. Meine Leitung. Ja, sie mag mich nicht. Sie mag mich ja. Halt nicht. Welche Leitung hast du? Ich habe eine 700er. Ja, also eigentlich 16K, 2 MB Download so, aber irgendwie. Aber beim Online-Zocken zerfickt die immer alles. Da zerfickt das Online-Zocken die Leitung. Ja! Voll. Naja, Upload, ne? Das muss er so sehen. Was, ich kann ja nicht kissen. Alter, in 2 Jahren eigene Wohnung und ich werde nur 1 MB Download- und Upload-Rate haben. Kannst du drauf wetten. Oh mein Gott. Nicht so, Gott. Überall schlau, ey. WTF. Der Junge. Und damit meine ich, der Junge ist so behindert. Wer? Ja. Ja, Tuber. Was er für eine Scheiße macht.
Das wundert dich noch? Ja, so ein bisschen. Ich wusste jetzt nicht, dass er wieder so, weiß ich nicht, Windmühlen gebaut hat. Ja, es ist halt, die sind eigentlich ziemlich praktisch, wenn du genug hast. Ich meine, ich werde später, ich werde auf Ebene 130 da auch übelst sich den Windpark bauen. Ja klar, also da kann sich jeder bei mir irgendwie abzapfen. Der kann man ungefähr ein Messwürfelkit da laufen lassen, das wird nicht leer gehen. Dann sollten wir wirklich eine Stadt bauen mit so Untergrundkabeln und so. Mit Wasserleitung. Boah, lass das machen. Mit Internetleitung. Glasfaser. Glasfaser, genau. Ja. Alter, und dann jeder mit diesen komischen Computern und dann haben wir also ein einheitliches System und so. Und dann brauchen wir nur noch Politiker. Für den, dann machen wir ein eigenes Netzwerk auf. Jo. Wie nennen wir uns? Sozialistische Gamerpartei. Das ist auf jeden Fall ein Ansatz. Hört sich sozialistisch an. SGP. Ja, klar, Mann. SGP. Jo. Voll toll. Egal. Dieses Item-Lagersystem ist für uns Neuland. Das wussten wir nicht. Einfach nur, wir gehen diesen schönen Heften. Das war ich nicht. Das war schon so. Okay. Was hast du kaputt gemacht? Nichts. Keine alles. Sorge, alles noch heil. Auf einmal überall Einschlaglöcher. Meteor, so Krater. Überall. Das wäre theoretisch möglich, wenn wir uns den Meteor-Mod noch holen. Aber dann ist wirklich, besteht eine dauerhafte Gefahr, dass hier irgendein Haus in die Luft geht, ne? Hol doch gleich den Apokalypse-Mod. Bitte, Bulli. Genau. Den DayZ-Mod könnten wir eigentlich auch mal machen. DayZ. Ich hab sogar noch das Original noch. Also hier die 1.2.5. Boah, DayZ, apropos, muss ich mal wieder zocken. Hab ich... Boah, ne, ich zock dann nicht mehr, ey. Boah. Langweilig. Ja, na gut, ich hab 156 Folgen jetzt, ja, aufgenommen insgesamt. Aber so langsam habe ich auch die Schnauze voll davon. Entschuldigung. Wo wohnst denn du eigentlich? Ich will dich mal besuchen kommen. Ja, okay. Wenn du dann in ein Dorf kommen möchtest, wo das Wort Dorf mit im Namen enthalten ist, bitte. Also nein, Ich meine, du, wo du hier drinnen wohnst und nicht in der Regel. Ach so, ich dachte jetzt wieder. Ja, keine Ahnung, wo wohne ich denn? Neben dem Penisbauerturm. Neben Blue Dragon Soul. Blaue Drachenseele. Links oder rechts? Beim Hadi, du hast übrigens meine geile neue Ansage nicht gehört. Diagonal, ne? Von. Er sitzt da direkt da hinten. Keine Ahnung. Damit er direkt dann immer zu mir kommen kann, falls er Probleme hat. Ich dachte, da sehe ich ihn. Ich sehe ihn. Ach, da bist du. Da ganz kurz meine Maus. Ja, nicht wundern, ich bin wieder. Bin ich nicht der Einzige, der hier Probleme mit seiner fucking Maus hat? Mann, ja, Maus, geh! Ein Glück krieg ich eine neue. Ich habe auch Probleme mit der rechten Taste, das nervt. Ja, hör doch mal auf, mit deinem Schwanz auf. Was? Hör mal auf, mit deinem Schwanz auf die Maus zu hauen, ey. Die Maus kann auch nicht zuhören. Okay, ich auch. Lass es ja schon sein. Okay. Alter, der hat Longfall Boots, aber keinen anderen Scheiß. Hadi? Genau. Hadi? Hadi? Ja, was? Was soll ich damit, Digga? Danke, trotzdem, aber was soll das? Los! Ich hau! Ey, Femmes, guck mal. Was soll ich machen? Nein. Hör auf! Lauf! Was Böses! Er wird böse! Also, ich geh meinen Bunker, in meinen Nazi-Bunker! Oh. Oh nee. Everything I know. Das sieht aus wie so eine Leute, die da reinmachen und dann das den Berg runterläuft. Diese eine. Du weißt schon was. Braune Soße. Diese Flüssigkeit. Oh, diese Flüssigkeit. Die sagt man doch gleich. Viva la Flüssigkeit. Meine Bauchnabel. Oh Mann. Oh. Vor allem, was haben sie sich überhaupt bei der Werbung gedacht? Weiß ich nicht. Irgendwas wegen Bier, glaube ich. Oder auch. Also, nicht. TT, oder ich frage mich generell, was sie bei dir gedacht haben, ja? Oh, willst du Juju Meta für ausreichend Copper und Tin? Das ist der Kloß da drinnen. Wo, bei mir? Ach, ich merke gerade, hier ist dieser Mod drinnen, der automatisch die Sachen ersetzt, sobald was kaputt geht, ersetzt das. Ah, okay, cool. Hatte ich früher mal drinnen, irgendwie in Beta, irgendwas. Beta, hey, noch, da war's.
Was ist das? Ich hab keine Ahnung, Digga. Erklär. Ja, damit kannst du craften, alles, was du willst. Deine Träume. Enderperlen und so. Kannst du auch. Ah, okay. Cool. Kannst du mit Gold zu Diamant machen und Gold zu Eisen und so weiter. Ja, aber dafür ja, brauchst krass. Du doch. Dafür brauchst du doch diese eine komische Kugel. Du könntest theoretisch auch aus mehreren Stacks Kabelst und theoretisch dir ein Diamant machen. Pack das erstmal in die Kiste und in 20 Folgen sprechen wir uns da nochmal. Okay. Ah, wenn du. Ach ja, wenn du den Minion Stone haben willst, ne? Boah, ich sag dir als Tuber, der ist so ein Freak. Der gibt mir erstmal 2 Stacks von diesen Minion-Scherben. Vor allem, du brauchst eigentlich nur 8 Stück, dann hast du für den Rest deines Lebens erstmal ausgesorgt. Ich hab 2 Stück. Ja, komm, hol dir die anderen 3 Stacks ab, die ich hab. Ja, du musst aber bedenken, Tuber hat auch mega viele Spawner darunter. Einer davon ist sogar noch meiner und da will ich auch noch eine Farm bauen. Nee, ich überlege gerade, wie ich mein Haus baue. Bau doch einfach einen gigantischen Penis. Ich würde dir raten, beginnen. Mach alles chronologisch. Ach, chronologisch. So mach erstmal eine Parallel. Mach einfach eine Parallel, meinst du? Nein, ich meine so, dass du ein Quadratmeter, so ein Quadrat hast für Rubber Trees und all so ein Scheiß und. Also, dass ich noch Platz hab für anderen Scheiß. Ja, ich mach einfach so, am besten am Rande irgendwo deines Grundstücks baust du dein Haus. Dann hast du's, dann kannst du da erstmal alles einlagern und so. Du kannst dir übrigens auch Bricks aus dem Marble machen und dann kannst du später in der Mitte irgendwie dann irgendwie richtig ausrasten und ein Haus bauen. Was ja, du richtig Bricks hast du mir letztens schon mal erzählt, nur, ich weiß nicht, das Schlimme ist, in der Beta lief Minecraft so mega Performance, ich konnte alles hochmachen, und auch, also auch bei Optifine alles hochstellen so, mit Texture-Pack lief ordentlich, aber irgendwie seit, ich weiß nicht, ob es an Feed the Beast liegt, dass es so leckt, das ist mega kacke. Ja, also, das ist naja, aber du musst bedenken, dass Feed2Beast eigentlich noch mehr hat, ne? Und wenn wir darauf später umstellen, ne? Dann müssen wir definitiv, wenn wir wirklich alle nochmal zusammenzocken wollen, müssen wir definitiv viel mehr bezahlen, weil wir müssen da die maximale RAM rausholen. Ey, hallo, ja. ich hab letztens Inner gegeben, ja? Ja, ich hab das auch aufgeschrieben auf eine Liste. Ja, ich kann ruhig immer mehr, so wenn er auch gerade mal so, ich sag mal, spenden, dann. Ja, momentan ist ja nicht. Wie bezahlen wir jetzt eigentlich? 4,75 pro 3 Monate. Ach, alle 3 Monate bezahlen? Ja. Ah, dann bin ich bald wieder dran, ne? Nee, du bist. Oh. Famous, du bist doch beigetreten, deine Zahlung, die du hattest, ist ja jetzt, war ja jetzt die jetzige. Ja. Die nächste Monate. Die nächste ist erst im nächsten Jahr. Ach so, ja, das ist cool. Ja, dann kann ich direkt. Mega gut! Dann. Mache ich auch ein bisschen mehr, so dass wir halt wirklich die RAM-Zahl erhöhen können, ne? Ja, ich wär sowieso dafür, dass wir eigentlich dann vielleicht mal die Slots auf vielleicht so 6 Leute oder so runterschrauben und da gucken, dass wir da jetzt erstmal ein bisschen zusammensparen und dann irgendwann einfach die RAM erhöhen, wenn wir genug haben. Boah, wie viel kostet denn das? Wenn wir das jetzt. Ich glaube, 4 GB RAM kosten. Bin ich mir jetzt nicht sicher, 2 Euro oder so? Also, ich glaube, die kosten ein bisschen mehr, also so. Oder wir holen uns direkt einen eigenen Server, wie wär's? Oder wir gehen einfach zum Massive Server. Ich meine, okay, die sind ein bisschen teurer, aber dafür haben sie richtig überpowerte Server. Also ich habe da echt mal im Vergleich geguckt. Ja, also mir ist das egal. Ich habe bei Aldi wirklich gesehen, so einen Server. Konntest du kaufen. Echt jetzt? Ja. Oh Mann, fuck bei yeah. Bei Aldi, Mann. Mega Aldi, gut. Oh mein Gott. Ja. Ohne Merk, ich merke irgendwie, in letzter Zeit ist das Wort mega gut mein Liebling. Mega gut. Ja, generell, also ich sag zu allem mega davor. Es ist eine schlechte Angewohnheit geworden. So, ich lad mal das, was ich hier gerade nicht brauch bei dir. Was? Oh, cool, danke. Finde ich super. Nee, also Minimumsteine hast du jetzt, diese 4 Steine, die du für ein Magic Table brauchst. Oder so ein Scheiß. Find ich nett, soziale Gesten sind immer gut. Ha! Willst du auch ein Solarpanel haben? Ich hab 4. Ja, weiß ich nicht, wenn du was vergeben, wenn du was abkannst, gib her, ich kann alles irgendwie bestimmt irgendwann mal gebrauchen. Komm, lass uns Grundstücke tauschen, ja! Ja! Los! Oh, jetzt ist mein Jetpack schon wieder leer, WTF. Ich fliege zu viel rum. Bist du in der Luft? Ja. Ah, ich nur so dieses Geräusch kommen. Einfügen, so. Gibt's eigentlich noch stärkere Jetpacks? Ja, es gibt die Chrysote Öl, also diese Öl-Jetpacks, die kommen bis unendlich in der Light-Version. Aber wenn du das Beste haben willst, dann solltest du die Gravity-Chest machen, weil. Ja, dann mache ich mir jetzt die mal okay. Die Gravity-Chest. Wie kann man sich nochmal Bricks machen, mein Freund? Bricks.
Indem man vier nebeneinander... Ja genau, vier, so, ah, ich check schon, danke, danke, danke. Oh, Fleisch! Gib mir some meat! Ah. What is los bei dir? Fleisch und so. Ich gehe immer ab. Ich brauch mein Fleisch. Ansonsten kann ich nicht schlafen gehen. Er braucht Fleisch und ich sehe aus wie ein Zombie und ich... Da fehlt irgendwie... der Sinn. Nee. Okay, ich bin auch nur ein Zombie-Skin, weil ich geil Zombie. Achso. Egal was es ist. Sei es Black Ops 2 Zombie-Mode. Du und dein Black Ops. Den wollen wir auch bald zusammen machen, bald, ne? Was wollt ihr? Zombie-Mod. Boah, echt jetzt? Wollten wir doch. Ich hab's doch mit dir abgesprochen, du Idiot. Echt? Ich weiß es gar nicht. Ich bin ja, selten in der Konfi. Zwei, ja, aber wir machen halt nur Zombie. Ach so, ja, okay, klar, machen wir auf jeden Fall mal, müssen wir machen, ist Gravity Suit. Oh, ich sehe gerade, bei mir ist jetzt gerade 30 Minuten um. Okay, dann würde ich sagen, bei mir, meine lieben Freunde, würde ich sagen, ist es Zeit, macht die Musik leiser, ihr braucht nicht mehr der Seele zuzuhören und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann, tschüss.